Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Breakdown, die Beta. Ja, es ist was richtig Tolles passiert, was jeden Let's Player aufschreien lässt. Ja, die komplette letzte Folge ist für Bobbes. Genau. Wir haben jetzt den Samuel gefunden, beziehungsweise ich habe hier nochmal ein bisschen gesucht, weil ich dachte, er ist hier, aber er war hier nicht, sondern er war hier oben. Er war in Gefangenschaft, wir haben ihn befreit. Richtig cool, also da waren 4 Leute und wir haben den richtig schnell ausgeschaltet, voll gut. Und er hat uns eine Keycard für seine Hütte gegeben. Entschuldigung, ich trinke gerade bisschen Kohlensäure, das ist nicht gut. Gut, die Hütte ist hier. Warte mal, das zeige ich euch jetzt einfach mal. Ich schalte die jetzt noch mal kurz aus. Okay, also, das ist so nervig, also seit mein zweiter Bildschirm kaputt ist, seitdem kann ich halt auch nicht bei OBS schauen, ob der jetzt aufnimmt oder ob die Aufnahme gut läuft oder so. Und für einen zweiten Bildschirm habe ich gerade nicht die Mittel und ach, das ist so nervig. Gut, ja, give it to me. Gut, warte. Ich schau mal kurz, ob diese Aufnahme jetzt läuft. Warte. So. Okay, es funktioniert. Es läuft. Nochmal gucken. Hier, es läuft. Gut. Hey, ich lieg hier. Fuck. Ja, wo? Ah. Oh Gott. Okay, wow. Das war gerade echt gemein. Ich tapp raus. Schau, ob alles aufnimmt. Ich tapp rein und dann kam der Flug in das Flugzeug. Wow. Gut, wo sind wir denn jetzt? Okay, passt. So, dann gehe ich mal kurz zu der Hütte. Und sage euch, dass der Samuel ein bisschen ein, sagen wir so, ich, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ihm nicht geholfen, so. Nein. Wow. Jetzt komme ich, wieso komme ich da nicht mehr rein? Habe ich jetzt die Keykarte drin gelernt? Okay, ja. Naja. Gut, jetzt müssen wir, warte ich, wir müssen jetzt, glaube ich, hier, also im nördlichen Teil von Sinking Country, da sind wir gerade drin, nördlich des Ufers von Golden Slope, und da irgendwo ist ein Flugzeug. So, in der Hütte waren, glaube ich, ungefähr, also, da war eine Leiche auf dem Tisch, und ich glaube, an die 5, 6, 7 Leichen gestapelt in der Ecke. So einer war das. So ein Typ war das. Ja, und dann dachte ich mir so, warum haben wir dem geholfen? Und das Geile war, dass ja, wir hatten voll viele Bugs, was richtig lustig war. Hey. Das war super lustig. Der eine, den ich erschossen hat, hat irgendwie Breakdance dann am Boden gemacht. War auch super lustig. Dann
der Samuel, als wir, also der stand die ganze Zeit mit den Händen erhoben, wegen den Wachen eben da, die haben ihn bedroht. Wir haben die Wachen ausgeschaltet, wir haben mit dem Samuel geredet und dann ist er zurückgegangen und hat wieder die Hände erhoben. Das war schon ziemlich lustig und stand die ganze Zeit da. Und da wollte ich ihn... Oh, wir haben eine Wassermelone, noch eine. Und da wollte ich ihn ansprechen, auf das, also nachdem wir in der Hütte waren, so von wegen, was sind das für Leute, haben die das verdient oder keine Ahnung. Und da war er leider nicht mehr da. Aber trotzdem, es war ultra witzig. Gut. So, auf der anderen Seite, es ist viel zu hell. Problem ist, dass ich ja kein gutes Schussfeld auf die dann habe. So. Sind da nur zwei? Ich glaube schon. Also eine Halbautomatik wäre schon ein bisschen geiler. Dann könnte ich die einfach zack zack machen, aber passt. Das passt schon. Gut. Aber hier bekommen wir wieder ein bisschen Sprengstoff. Ah genau, ich habe letztes Mal die... dieser Helikopter, das ist ja echt krass. Genau, ich habe letztes Mal die links unten meine Granate ausprobiert. Die Sensorgranate und die funktioniert richtig gut. Und wir haben jetzt zwei Fähigkeitspunkte. Das heißt, ich werde hier noch einen Platz freischalten, damit wir ein bisschen mehr auswählen können. Und zwar würde ich hier, genau, hier haben wir sechsten Sinn, auf 25 Meter. Normalerweise würde ich die nicht so nah an mich rankommen lassen, aber naja. Wenn sie mal so nah sind, dann ist es praktisch, dass man sie gleich sieht. Dann Headshots, 15 Genauigkeit und Handhabung. Mh, 50 Tarnung ist halt auch gut. Also entweder wir machen das da, die 40 Reichweite und Genauigkeit, oder das da oder das da. Ich glaube, wir machen gerade erstmal das da. Also die Reichweite brauchen wir gerade momentan nicht. 4 Punkte, ja. Die brauchen wir gerade nicht. Weil... Ja, das ist alles neu, ja. Wunderbar. Das da auch. Genau, weil wir... Ja, im Wald sind. Und da bringt es nicht viel. Da hinten. So, wieder 3. Was ist das für ein Zeichen? Wahrscheinlich Aufklärer, oder? Also das da drüben. Oder über seinen Kopf. Ich werde jetzt mal wieder Nahkampf gehen. Also nicht Nahkampf, sondern nicht mit dem Sniper, sondern mit der Maschinenpistole. So.
Ach, er macht da gerade was mit der Drohne oder was? So, dann legen wir alles mal hin. Nee, das ist. Das ist zu close. Und der Ente wird uns sicher sofort sehen. Hey! Das war auch nicht so sauber, wie ich gewollt hatte. So. Echt, die macht mehr Schaden als meine. Interessant. Wo ist das? Da ist das. Also, oh nein, 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 never ever. Hier. Echt, die ist, okay. Ja, dann nehme ich mal die. So, hier ist ziemlich viel los, ne? Wieso, da drüben sind welche, da vorne sind welche. Ah, da ist eine Straße. Dann schauen wir mal mit dem Sniper, was da drüben alles los ist. Eins, zwei. Sehr schön. Die sind wahrscheinlich hinter dem Hügel. Warte, da mache ich auch noch mal einen kleinen Abstecher. Ah, genau, da kann ich euch mal zeigen, wie das mit der Granate ist. Naja, okay. Die letztes Mal haben das nicht gesehen. Wahrscheinlich, weil ich die genau abgebrochen habe. Tja. Na egal. Splittergranate voll. Gut. Dann, die waren auch, glaube ich, zu weit weg, um das automatische zu triggern, glaube ich. War, glaube ich, 30 Meter oder so weg. So. Hier darf halt jetzt kein Helikopter kommen, weil der sieht mich. Okay, da rechts hinten noch. Ja, wo denn? Was denn? Die haben mich jetzt wirklich nicht gesehen. Das glaube ich ja nicht. Wie konnten die mich nicht sehen? Okay, der hat halt eine Drohne, das ist halt nicht so gut. Warte, wenn ich den erschieße, also ich weiß halt nicht, ob der die Drohne lenkt. Probieren wir mal. Okay, er lenkt sie also nicht. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn, sobald ich ihn quasi erschieße, ist sie quasi nutzlos, aber okay. Mine. Sprengsatz. Okay, da drüben sind auch noch welche. Beim Zelt wahrscheinlich, ne? Das ist vielleicht kein Zelt, sondern irgendwas anderes, aber
Gut, dann schaue ich. Ja, wahrscheinlich in den Felsen. Dann schaue ich kurz mal hier vorbei. Unauffällig. Okay, da sind glaube ich wieder zwei oder drei unterwegs. Nur zwei. Jetzt ist die Frage, ob die Leute kommen. Ja, da kommt eine Drohne. Okay. Ist anscheinend egal, das Butter Haar fokussieren. Ah, ja, okay. Vielleicht sollte ich mal einfach auf dem Bildschirm schauen. Autsch, yeah. Oh yeah. Warte, aber da habe ich keinen Schalldämpfer dran, ne? Doch, ich glaube, da ist ein Schalter dran. Alter, wie lang das Ding ist. Und eine Halbautomatik noch dazu. Aber halt, der Rückstoß ist heftig. Granatapfel. Honig. Ich möchte bitte. Nein, nicht. Nein, 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 nein. Ah, gut, ich kann das abbrechen. Ich möchte die Untersuchung einleiten. Einleiten. Schulzhof. Schulzhof. B. Genau, das mache ich gerade. Fahrzeug, Munitionslager. Single Country. Und wo ist der Schulzhof? Ja, egal. Das schauen wir uns dann nach dem.
Okay, warte. Wenn ich. Okay. Da, das ist noch ein bisschen anders, aber das geht schon. Gut. Aber der. Alter, der Sniper ist halt genauso lang wie ich, so gefühlt. Nice. Gut. Der Rückstoß ist halt noch heftig. Da müssen wir schauen, ob man das nicht irgendwie modifizieren kann. Da kommt wieder ein Flugzeug. Ja, ist wahrscheinlich zu weit oben. Echt, der. Achso, da. Da oben. Ein verpixeltes kleines Flugzeug. So. Dann ist es weg. Und wir müssen darüber. Ein paar Blumen noch einsammeln, deswegen auch immer. Sehe die nicht. Ah, da. Warte, ich will mal die automatische Ziel. Stay sharp and do your job. Ja, 25 Meter ist halt echt nicht viel. Die sind jetzt 40 entfernt. Ja, mit den Headshots muss ich noch üben. Was ist das? SSG. Warte, untersuchen. Munitionsdepot. Super. Dann schaue ich mal kurz. SSG, also weitreichende. Ist schneller, glaube ich. Also Reichweite ist besser. Geschwindigkeit vom Schießen her nicht. Ich schau mal kurz hier. Genau, minus 1. Ja, aber so viel schlechter ist die auch nicht. Also die da, also die, die ich gerade habe, die ist, glaube ich, richtig geil für so komplett Fernkämpfer oder Fernkampf. Aber die ist, glaube ich, besser für Wald jetzt. Weil die ist schon ein bisschen robuster. Ja, aber die ist ja wieder Automatik. Nicht Automatik. Das switch ich wieder. So. Gut. Dann kommen wir endlich zu dem. Entschuldigung. Zu dem Punkt an. Ja, bitte mit Karte. Da oben. Ja, aber die sind so weit weg. So, jetzt müssen wir nach einem Flugzeugwrack Ausschau halten. Ah,
Das ist es. Oh. Okay. Dann öffne ich mal. Nochmal. Warte. Wir hatten die ganze Zeit, oder? Ne, die da. So. Da werden wir ein bisschen modifizieren. Ne, das passt. Mittlere Entfernung. Magazin. Haben wir nur das eine. Okay. Warte, können wir eigentlich auch Farbe? Ja. Schwarz. Ah, die sind alle noch Öko-Krieger. Okay. Ne, wir machen sie grün. Oder Oliv. Die da wollen wir auch nicht schwarz haben. Ah, warte, warte, warte. Das da haben wir. Nee. Wir haben doch eine Woodland Blau. Das haben wir doch freigeschaltet eigentlich. Wir haben doch irgendeine Farbe freigeschaltet. Anscheinend nicht. Na gut. Dann olivfarbene Waffe geht auch. Gut. Dann werden wir die den Aufklärungssoldaten nächste Folge sammeln. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Sorry, dass eine Folge ausgefallen ist, beziehungsweise ich nicht zeigen konnte. Aber da ist jetzt nicht unbedingt viel drin vorgekommen. Ich habe mich nur übertrieben aufgeregt über die über den Internetzwang und vor allen Dingen in der Base, dass man die anderen Spieler sieht, wenn man doch einen Singleplayer spielen will. Naja, gut. Ist halt dann so. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Kein Flugzeug bitte. Bye bye.